Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Dagmar Röhrlich. Hummeln kennt jeder. Sie sind im Frühling plötzlich da und dann verschwinden sie im Sommer. Wir wissen nicht so genau, warum. Das erzählt uns aber Dave Goldson in seinem Buch Und sie fliegt doch, eine kurze Geschichte der Hummel, erschienen im Hansa Verlag. Es ist ein spannendes Buch, gut zu lesen, voller wunderbarer Anekdoten und Geschichten. Und wir erfahren Dinge, die wir schon immer wissen wollten, auch solche, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt, dass es interessante Geschichten da zu erzählen gibt. Etwa, warum die dunkle Erdbauhummel in England verschwunden ist. Das liegt an Hitler natürlich. Nicht ganz allein ist er schuld, aber doch zu einem beträchtlichen Teil. Denn 1940, als England isoliert war, mussten die Lebensmittel im Land selbst angebaut worden. Das heißt, alles wurde in Ackerfläche umgenutzt. Jede Wiese, jede Hecke. Nach dem Krieg war es dann eigentlich noch genauso. Die Hungerjahre, auch da wurde jedes Stückchen Land gebraucht. Das führte dann dazu, das kam, wie es kommen musste. Keine Blumen, keine Hummeln. Die dunkle Erdbeerhummel verschwand auch. Und das ist dann die traurige Geschichte, die uns Dave Goldson am Anfang des Buches erzählt. Dave Goldson ist ein britischer Biologe und er lehrt an der University of Sussex. Er war schon früh ein Tierfreund und das wird den Tieren anfangs gar nicht so sehr behagt haben, denn ja, sein Verhältnis zu Tieren führte dazu, dass die Tiere leider nicht lange lebten. Und ein Beispiel nur zu bringen, er bekam von seinen Eltern einmal ein Wachtelpärchen geschenkt, das lebte draußen in einer Voliere. Als der Winter kam, wurde es eine Nacht zu kalt und ihnen froren die Füßchen ab. Ihn taten die Tiere leid, seine Versuche, Prothesen zu bauen, das funktionierte nicht. Und weil diese beiden ihr Leben lang immer dicht aneinander gelebt haben, einander nie verlassen hatten, wollte er sie auch gemeinsam ja, ins ein besseres Jenseits befördern. Er brachte sie aber nicht zum Tierarzt, weiß selbst nicht, warum er das gemacht hat, sondern griff zu einer Axt. Der erste Schlag ging daneben, beide kleinen Tiere waren völlig entsetzt, konnten ja nicht mehr weglaufen. Dann holte er nochmal aus und spaltete sie in zwei Hälften. Das ist eine Geschichte, danach hasst man diesen Dave Goldson eigentlich, diesen Achtjährigen. Aber er hat sich Gott sei Dank weiterentwickelt für die Tierwelt. Nur seine Art zu erzählen nimmt einen mit und er traut sich auch, Negatives über sich zu erzählen. Das ist auch schon was Besonderes. Die sind ja einfach niedlich, wenn man sie sieht, aber das ist natürlich kein Grund, ein Buch zu lesen, jedenfalls nicht für alle Leute. Sie sind das jüngste Mitglied der großen Wespenfamilie. Sie leben seit 30, 40 Millionen Jahren auf der Erde und haben eigentlich ganz erstaunliche Entwicklungen durchgemacht. Eine Hummel, das ist im Grunde genommen ein Hochleistungsmotorrad, wenn man so will. Die schlagen 20.000 Mal in der Minute mit den Flügeln, um fliegen zu können, verbrauchen wahnsinnig viel Energie. All diese Details von den Tieren, über die Tiere zu lernen, ist einfach fantastisch, reißt einen mit und man möchte das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen. Unter anderem, wie kompliziert Forschung ist. Es ist beispielsweise überhaupt nicht einfach, ein Hummelnest irgendwo aufzuspüren. Man hat das mal mit Hunden probiert, denn Dachse sind fantastisch darin. Dachse lassen sich aber schlecht zähmen. Also versuchte man es mit Hunden. Die Hunde waren, manche schienen gut zu sein, andere wieder nicht. Aber selbst die, die gut waren, stellte sich dann heraus, es waren eher Zufallstreffer. Das zeigt einfach, wie kompliziert Forschung sein kann an so kleinen, allgegenwärtigen Lebewesen, wie Hummeln es im Sommer sind. Jeder, der Anekdoten liest, wenn jemand eine ziemlich stringente Lektüre haben möchte, ist das Buch nicht ideal, denn es erzählt viele, viele Geschichten nebenbei. Beispielsweise, dass es in Tasmanien ein biertrinkendes Schwein gibt, das Priscilla heißt. Man will manches nicht wissen, aber wer Anekdoten liebt, der wird einfach begeistert sein von dem Buch. Mir fehlten die Bilder, ganz definitiv die Bilder, denn ganz oft musste man einfach dann ins Internet gehen, bei Google mal nachschauen, wie sieht dieses Tier aus oder wie sieht diese Pflanze aus. Da wären ein paar schöne Bilder übers Buch verteilt, sehr, sehr gut gewesen und das Buch wäre es auch wert. Und hin und wieder erzählt er zu lang, man muss nicht genau wissen, wie in aller Welt man denn jetzt ein Grundstück in Frankreich kauft. Da ufert es etwas aus, aber schwamm drüber, das Buch ist trotzdem sehr lesenswert. Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Dagmar Röhrlich.